Integration. Ich habe euch gewarnt. Wollt ihr? Okay. Also in der Mathematik ist die Integration die Umkehrung der Differenzierung und umgekehrt. Man differenziert, indem man aus dem Verlauf des Ganzen die Unterschiede herausarbeitet, und man integriert, indem man aus den Unterschieden den Verlauf des Ganzen rekonstruiert. Ergebnis der Differenzierung ist die, wer weiß es noch? Ableitung, genau. Das Ergebnis der Integration ist das Integral. Anschaulich bedeutet die Ableitung die Steigung einer Kurve an einer bestimmten Stelle, und das Integral ist die eingeschlossene Fläche unter einem ganzen Kurvenabschnitt. Aber das ist nicht lustig. Im wirklichen Leben bedeutet Integration genauso die Umkehrung der Differenzierung. Wo aber in der Mathematik die Unterschiede aufaddiert werden, werden im wirklichen Leben die Unterschiede eliminiert. Zum Beispiel wird dann aus einer islamischen Türkin ein Lama-Deutscher. Und aus einem Deutschen, Kommunisten, Juden oder Zigeuner auch ein Lama-Deutscher. Das Ergebnis ist der gute christliche deutsche Islam mit H. Nur der deutsche Nazi bleibt, wie er ist, und darf weiter Ausländer rausbrüllen. Würden in der Mathematik die Unterschiede nicht hinzugezählt, sondern eliminiert, so wäre das Ergebnis der Integration immer eine konstante Funktion f von x gleich k. Und das heißt keine Veränderung, Stagnation. Und im Falle k gleich z wie 0, ist das die kz- oder auch Nullfunktion. Und die ist erstmal lahm. Und das ist auch nicht lustig. Abwechslungsreicher wäre es, wenn im wirklichen Leben wie in der Mathematik die Unterschiede alle aufaddiert würden. Ich fände das auch viel lustiger.